Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid, heute zu einem neuen Interview. Ich bin der Ecki und heute habe ich zu Gast den Stefan Medem. Herzlich willkommen, Stefan. Hey Ecki, servus, schön, dass ich hier sein darf. Hi. Heute mal in einer anderen Form. Ihr habt die letzten Interviews, die ich gemacht habe, immer gesehen, dass ich einfach direkt vor Ort war und mit den Personen gesprochen habe. Die aktuelle Situation lässt es nicht zu, dass wir so persönlich sprechen können, deswegen heute mal über diesen Kanal. Stefan, wer bist du und was machst du für alle, die dich nicht kennen? Also momentan bin ich in Quarantäne, so wie du und ihr alle da draußen wahrscheinlich auch. Also wer ich bin, okay, jetzt Spaß beiseite. Mein Name ist Stefan Medem, ich bin ehemaliger Tennisprofi, habe für die Schweiz im Davis Cup gespielt, habe auch der ATP-Tour gespielt, habe nach dieser Zeit relativ erfolgreich gecoacht auf der ATP- und WTA-Tour und habe da, sag ich mal, bis zum Grand-Slam-Sieger hinauf alles betreuen dürfen und beraten dürfen und, sage ich mal, auch Leistungen optimieren dürfen. Und dann so mehr und mehr bin ich so ein bisschen aus dem reinen Tennis-Business raus in andere Sportarten rübergewachsen und bin mittlerweile auch immer noch als Berater, Mental Coach tätig im Tennissektor. Aber das würde ich mal sagen, ist nur ungefähr ein Drittel. Die anderen zwei Drittel sind Sportler, Athleten aus sämtlichen anderen Disziplinen und das restliche Drittel ist, sage ich mal, reiner Life- und Business-Bereich, wo einfach die Leute schauen, wie sie ihre Performance noch weiter steigern können. Und zu den Themen habe ich dann auch ein paar Bücher veröffentlicht und ja, wurschtel vor mich hin und muss sagen, bin froh, dass ich momentan auch ein bisschen schreiben kann, weil ansonsten wäre es mal nämlich arg langweilig hier momentan in Quarantäne. Wir haben uns kennengelernt über einen Tennisspieler, den hast du betreut im tennisspezifischen Training und eben auch Mentalcoaching. Und ich bin immer noch dabei, ihn athletisch weiterhin auf seinem Weg zum Erfolg zu begleiten. Aktuell ist natürlich der auch in Quarantäne. Da müssen wir schauen, wie lange das noch ist und ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Stefan, du hast gesagt, du hast dich ein bisschen, sagen wir mal, weg vom reinen spezifischen Tennistraining entwickelt zum Mentalbereich. Deine Firmierung unter anderem heißt ja auch Headman. Lustigerweise bist du ja auch bei den Damen in Deutschland, beim Deutschen Tennisverbund, bei den Damen Head of. was da ganz gut passt. Wie kam es denn dazu, dass du vom reinen tennisspezifischen Training mehr zum mentalen Training oder mentalen Coaching gekommen bist? Ja gut, okay, ich wollte halt einfach, in Englisch sagt man, ich wollte der Man sein, der making the difference macht. Und wir wissen das ja alle, im Sport ist es grundsätzlich mal einfach so, wir haben heutzutage nicht nur im Tennis, sondern in sämtlichen anderen Bereichen haben wir extrem toll ausgebildete Sportler und Athleten. Ob das jetzt im konditionellen Bereich ist, im koordinativen Bereich, im technischen Bereich, immer unabhängig davon, in welcher Disziplin sich die Leute heutzutage bewegen, es sind alles Top Sportler. So, making the difference heißt, wer von denen schafft es jetzt wirklich halt in die absolute Spitze? Und da würde ich mal sagen, macht es ja keinen Unterschied, ob wir jetzt vom Eishockey sprechen, von der Leichtathletik, vom Biathlon oder vom Tennis. Es geht darum, wer hat hier oben am Ende, sage ich mal, more stamina? Wer hat da mit drinnen mehr? Und wenn ich das jetzt aus meiner eigenen Historie halt zurücksehe, ich war halt eben genau die Art von Sportler, der eigentlich im Prinzip top aufgestellt war. Also Beispiel eben als Trainingsweltmeister habe ich immer die ganzen, sage ich mal, Top-Spieler weggeputzt, aber in Wettkämpfen habe ich von denen eigentlich immer den Arsch voll gekriegt, auf gut Deutsch. Das heißt, es war also immer hier oben irgendetwas, was nicht gepasst hat. Also du musst die Kombination sehen. Es war einerseits meine eigene Historie, dass ich mir gesagt habe, okay, gut, warum habe ich jetzt nicht den Durchbruch in die absolute, sage ich mal, Top-Ten-Spitze geschafft. Und auf der anderen Seite das, was ich heutzutage eben oft sehe, dass ich wirklich absolut top ausgebildete Sportler sehe und mich einfach frage, hey, warum schaffen die es nicht bis ganz nach oben? Was ist da das Problem? Und dann merkst du halt sehr schnell, landest du nicht mehr im technischen Bereich, im konditionellen Bereich oder im strategischen Bereich, sondern es ist immer hier oben irgendwelche Blockaden, die, sage ich mal,
den Deckel zulassen und die Peak-Performance nicht zulassen. Und das ist das Spannende an der ganzen Gelegenheit. Und ich möchte halt eben der Typ sein, der diesen Deckel aufmacht und sagt, okay, Jungs, ab jetzt Full Power, Vollgas und durch zur Spitze. Und wenn dir das gelingt, ist natürlich einfach ein mega geiles Gefühl. Und das macht einfach scheiß Freude. Weil irgendwann sind natürlich auch die technischen und die, sagen wir mal, konditionellen Ressourcen irgendwann auch ausgeschöpft und dann ist der limitierende Faktor eben der mentale Bereich, wie stark bist du fokussiert eben oder eben auch nicht, wie stark ist dein Wille eben zu gewinnen. Ich bin vermehrt im Teamsport zu Hause in dem Fall und du vermehrt im Einzelsportbereich vermehrt. Wie siehst du einen Unterschied zwischen einem Teamsport und ein Einzelsport und die jeweilige mentale Komponente? Also ich kann es mir zum Beispiel so vorstellen oder denken auch, dass du bist im Teamsport, kannst du dich auf deinen Partner verlassen im besten Falle und der kann es auch ein bisschen kompensieren. Mhm. Was du jetzt nicht erreichen kannst, kann dein Partner eventuell kompensieren. Im Einzelsport ist das definitiv ein anderer Schuh. Wie siehst du das Ganze? Ich sehe es ähnlich wie du, wobei ich einfach da auch wieder den Unterschied zwischen Einzelsport und Teamsport gar nicht so arg mag, wenn ich von mentaler oder von Peak Performance im weitesten Sinne davon ausgehe. Nehmen wir mal an, okay, wir wissen, du hast mit den Eishockeyspielern sehr viel zu tun gehabt. Es ist doch so, jeder in seiner einzelnen Funktion ist doch auch ein Einzelsportler. Der Keeper, wenn der dreimal Scheiße baut, wird der auch ausgetauscht. Der Stürmer, der dreimal das Ding auf seiner Keule hat und legt es nicht ins leere Tor hinein, wird auch ausgetauscht. Im Basketball einer, der drei Freiwürfe vergeigt, in irgendwelchen Stresssituationen wird ausgetauscht. Das heißt, wir kommen doch am Ende von der Story immer wieder auf eine Individualleistung zurück. Auf dem Tennisplatz ist es relativ einfach oder als Biathlet. Ich bin Einzelsportler, das heißt im Klartext, ich gewinne mein Match, ich verliere mein Match, was auch immer die Gründe sind. Danach muss ich in Klausur gehen, muss analysieren, verbessern, wenn ich verloren habe, darf mich freuen, wenn ich gewonnen habe. Wenn ein Biathlet, weiß der Kuckuck was, halt einfach ein paar Mal verschossen hat, sein eigenes Problem. Aber im Mannschaftssport ist es doch so, wir reden zwar von einem System, wenn ich jetzt also als Trainer arbeite, muss ich natürlich sagen, ich nehme den Keeper, die Verteidigung, das Mittelfeld, den Linksaußen und mache da quasi diese Rädchen zusammen, dass die funktionieren. Und dann ist es natürlich klar, dann brauche ich auch als Coach eine Mannschaftsansprache, dass dieses ganze System einigermaßen homogen und bestmöglich arbeitet. Fakt ist aber, wenn ich als das Coach da stehe und sage, okay, mein Linksaußen baut Scheiße, dann gebe ich ihm vielleicht irgendwann nochmal eine Chance, aber dann tausche ich den aus. Also das, was ich mache als Mentalcoach, ist eigentlich komplett unabhängig, weil ich fange immer erst beim kleinstmöglichen Bauteil des Systems an. Und das bist du oder ich oder mein Coachee als Einzelperson. Der ist ja immer nur so wertvoll, wie das, was er in seiner Funktion zu leisten imstande ist. Ja? Das ist genau das Gleiche, wie alle sagen, wow, Team und bla bla bla. Paartherapie ist ja auch eine systemrelevante Angelegenheit. Aber ein Paar, Beispiel so ganz einfach, bin ich auch nur was wert, wenn ich selber meinen Beitrag leiste. Ja? Also einfach mal ganz pragmatisch dargestellt. Und so sehe ich das. Und das ist mein Einsatz oder mein Ansatz. Ich gehe immer davon aus und sage, okay, es muss immer erstmal der Einzelne das Optimum aus dem herausholen, was er selbst von sich erwartet und zur Verfügung hat. Also Unterschiede eben, um jetzt auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Es gibt von mir aus gesehen keinen Unterschied zwischen Team und Individualsport. Natürlich von der Reglementierung, vom Aufbau, vom Coaching, von den Strategien her. Aber unterm Strich muss doch jeder Einzelne seine Leistung erbringen. Fakt. Klar auf den Punkt, ja. Definitiv. Jeder seine eigene Stärken herausholen und die dann auf dem Platz oder auf dem Spielfeld die Leistung eben erbringen. Wenn,
wenn ich jetzt wenn ich mich jetzt mental auf mein Training oder auf mein Spielmatch vorbereiten will, ja, oder muss in dem Fall, dann hat jeder Sportler, auch aus meiner Erfahrung jetzt her, vor einem Match oder vor einem Spiel oder auch Training immer eine gewisse Zeit, um sich, sagen wir mal, zu fokussieren. Man sagt ja auch, man ist im Tunnel, um sich komplett auf diese Aktivität jetzt vorzubereiten, auf seinen Gegner einzustellen, auf sich selber auch einzustellen, um seine Stärken herauszuholen. Jetzt ist die so eine halbe Stunde vom Spiel entscheidend, um sich echt fokussieren und alles andere auszublenden. Aber reicht diese kurze Zeit, um sich da wirklich mental voll drauf einzustellen? Oder wie groß siehst du den Umfang von mentalen Fokussierung, vom Mindset her, dass du richtig Performance oder Peak Performance abrufen kannst? Grundsätzlich ist es so, wir reden ja von einer, konkret jetzt in diesem Falle, von einer Wettkampfsituation und einer entsprechenden Vorbereitung. Ja, also wir reden jetzt nicht von Training, sondern wir reden ganz eindeutig von der Wettkampfsituation. Und da denke ich mal, es ist ganz, ganz wichtig, oder es ist die Erfahrung, die ich selbst als Sportler gemacht habe, beziehungsweise mit den Sportlern, mit denen ich in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe, dass es da ganz klar ritualisierte Pläne gibt, wie ich mich auf die Wettkampfsituation einstelle. In der Regel ist es ja so, ein Eishockeyspiel, weiß ich, das wird angepfiffen um 19.30 Uhr oder mein Tennisspiel steht dann und dann an, dann weiß ich auch mit plus minus einer halben Stunde, wann ich ungefähr loslegen muss. Das heißt, ich habe schon einigermaßen ein Zeitraster, wo ich weiß, da kann ich vorneweg etwas reinbauen. Und unter dem Motto Control the Controllables ist eben von mir aus gesehen, also wie gesagt, den Wettkampf kann ich nicht kontrollieren, weil ich nicht weiß, wie gut mein Gegner, egal, selbst wenn ich den Gegner kenne, ist unwichtig, Tagesform unabhängig oder abhängig, wie das Ganze sich entwickeln wird. Fakt ist, das ist auf jeden Fall nicht kontrollierbar, aber das alles, was ich an Vorbereitungszeit habe, das kann ich kontrollieren. Und das weißt du selbst jetzt aus dem Athletikbereich, weißt du ganz genau, was braucht mein Körper an Tuning, dass er dann zu einer bestimmten Uhrzeit die Performance, dass er die entsprechende Betriebstemperatur hat, die Beweglichkeit, den Tonus in der Muskulatur etc. Da weißt du ganz genau, was du mit deinem Athleten machst, dass er dann auf Beispiel jetzt 19.30 Uhr für die momentane, sage ich mal, Verfassung das Optimum bringt. Und genauso ist es mit der mentalen Verfassung, dass die Leute eben, um in diesen Tunnel hineinzukommen, ganz klare Rituale haben. Und die erarbeitest du natürlich ganz individuell mit dem entsprechenden Menschen, mit dem du es zu tun hast. Wir wissen, es gibt Leute, die sind vor einem Wettkampf extrem cool. Ja, die sind so, wie wenn es denen auf gut Deutsch am Arsch vorbeigeht. Den musst du natürlich gucken, dass die eher so von der Umdrehungszahl ein bisschen in die Puschen kommen, dass du denen also auch ein bisschen mehr Dampf machst, dass die so ein bisschen so psyched und so ein bisschen in den Kampfmodus hineinkommen. Das extreme Gegenbeispiel sind Typen, die komplett High Tension sind. Ja, da kenne ich aus der Tennistour die geilsten Geschichten. Die sind so nervös, die haben schon bevor es loslegt eine Pulsfrequenz von 220, die sind am Hyperventilieren und gehen 20 Mal zum Pissen oder Pinkeln vor einem Match, weil die Nervosität die so extrem packt, dann musst du die, also wie so ein Rennpferd, was so mit den Hufen scharrt. Das heißt, diese Menschen musst du natürlich dann eher tendenziell wieder ein bisschen runterholen und sowas. Aber so, das musst du halt eben, wie gesagt, ganz individualisiert eigentlich im Prinzip so oder ritualisiert dann für jeden persönlich so ein Ritual haben, wo du sagst, so und so bereite ich mich vor, dass ich dann in den entsprechenden optimalen Mode hineinkomme und dann im Match-Modus, ja, dann ergeben sich dann sowieso wieder komplett neue, sage ich mal, Situationen und dann muss natürlich dann eben improvisieren auch, ja. Du sagtest schon, was ich auch ein großer Verfechter bin, um Rituale und Routinen zu schaffen, weil Routine natürlich ja auch eine gewisse Art von Sicherheit geben in einer Situation, die stressgeladen ist. Ja, vorm Spiel ist dies ja irgendwie stressgeladen, positiv wie negativ.
Und da geben Rituale und Routinen dir Sicherheit. Für alle, die das interessiert, ich habe mal ein Video gemacht mit 5 Tipps für eine Wettkampfvorbereitung, wie so ein Tag ausschauen kann. Vielleicht ist das Ganze interessant für euch. Könnt ihr mal schauen. Ich verlinke das mal hier oben im Video. Vielleicht sind da ein paar Tipps dabei für euch. Und was würdest denn du für schnell umsetzbare Tipps Sportlern auf den Weg geben, um Ideen für mentale Vorbereitung für ein Spiel? Welche Tipps, die einfach umzusetzen sind, welche hättest du? Ich würde eigentlich jedem empfehlen, eigentlich in der Daily Routine anzufangen. Ich würde gar nicht so weit gehen und gleich jetzt auf die Stresssituation, Wettkampf hinarbeiten. Wir sind, glaube ich, alle beide lang genug im Sport drinnen, dass du weißt, ich nehme einfach mal ein ganz simples Beispiel. Ein Schüler, der eine Englischschulaufgabe jetzt, nehmen wir mal jetzt, gleich schreiben muss, da wissen wir ganz genau, der kann jetzt nicht irgendwie kurz vor dieser Englischschulaufgabe mit irgendeinem Ritual anfangen und dann davon ausgehen, dass das funktioniert. Wir wissen ganz genau, dieser Schüler muss über Wochen vorher seine Englischvokabel lernen, seine Grammatik lernen, seine Vokabeln auch üben und wiederholen etc. Und dann kann der vielleicht in der Situation dann das abrufen. Also ich bin der Meinung, wir müssen eigentlich erstmal weggehen von der Wettkampfsituation, sondern einfach in die Tagesroutine hineingreifen. Und da ist von mir aus gesehen das magische Wort Bewusstsein oder Bewusstheit im Sinne von den Sachen, die ich tue. Beispiel eben, wir reden ja jetzt nun mal über Sport. Das heißt im Klartext, ich gehe ins Fitnessstudio, ich gehe zum Joggen, ich gehe zum Fahrradfahren, ich setze mich auf den Ergometer, ich mache daheim mit Free Weights oder mit reinem Bodyweight, mache ich irgendwelche Übungen. Und ich bin einfach der Meinung, da beginnt es schon, dass ich diese Übungen halt nicht einfach nur mit meinem Headset drauf und voller Muckeladung und einfach irgendwo drauf losballer, sondern ich bin der Meinung, da geht es eigentlich schon los, dass ich hingehe und sage, okay, ich habe jetzt eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde, 2 Stunden, das ist eigentlich ziemlich wurscht, Training vor mir. Was erwarte ich von mir? Was tue ich? Wie bereite ich mich darauf vor? Auch da habe ich meine Wasserflasche dabei, ich habe mein Handtuch dabei. Das heißt also alles das und dann, wenn ich eben diese Übungen mache, ich furze sie nicht einfach nur mechanisch runter, ja, sondern ich versuche auch diese ganzen Angelegenheiten bewusst mit einer 100-prozentigen körperlichen Wahrnehmung, mit einer geistigen Präsenz zu machen. Ja, genauso, da kommt mir das vor. Schau, du machst ja auch sehr viele Lehrvideos, wie du den Leuten zeigst, wie du Übungen machst. Da hast du diese wunderbaren Übungen. Beispiel, ich sehe dich meistens ja barfuß oder mit Barfußschuhen arbeiten. Das ist von mir aus gesehen schon ein wunderbarer Ansatz, der schon auf den Punkt trifft. Wenn du etwas barfuß machst, kannst du nicht wie ein Volltrottel oder wie ein Elefant im Studio rumsappen und irgendwo gegenballern. Du bist ja schon einfach nur schon über die Tätigkeit barfüßig mit einer anderen körperlichen, damit in Relation geistigen Präsenz bei deiner Übung, als wenn du das mit fetten Joggingschuhen machst. Finde ich eben immer großartig, wie du das Ganze machst. Und das ist von mir aus gesehen der Approach, eben solche Sachen barfüßig machen, Bewusstheit. Wenn ich gewisse Sachen mache, nicht mit Dröhnung Musik in der Rübe, sondern ich versuche geistig präsent zu sein. Ich versuche auf meine Atmung zu achten, wenn ich diese ganzen Übungen mache. Und ich glaube, da ist ein viel, viel wichtiger Ansatz, dass ich schon in diesen Situationen eben das, was ich kontrollieren kann, versuche zu kontrollieren. Und dann aus dieser Ritualisierung in meiner ganzen alltäglichen Arbeit kann ich dann das auch irgendwann mal rüberziehen und dann wird das ein komplett normaler nächster Schritt, dass wenn ich das eben in meiner Daily Routine verankere, dass ich das dann natürlich dann auch in einer Wettkampfsituation oder Stresssituation, sei das, kann ja auch beruflich in solchen Situationen sein, dann werde ich damit ganz anders dealen, weil es für mich zum Tagesablauf gehört, diese Bewusstheit, genauso wie Zähne putzen oder regelmäßig Wasser trinken.
Verstehst, Ecki? Und ich glaube, das ist der Tipp, der Sinn macht. Wenn ich mir jetzt einfach hinstelle und sage, 1, 2, 3, 4, 5, macht mal diese 5 Punkte, bevor es in den Wettkampf reingeht, tut mir leid, damit würde ich euch verarschen. Das bringt überhaupt nichts. Die Gewohnheiten, die wir haben, die werden zu Gewohnheiten, wenn wir sie regelmäßig machen. Genau, richtig. Und es gibt Gewohnheiten natürlich, die uns aber auch negativ beeinflussen. Und diese versuchen wir natürlich so gut es geht zu beseitigen und mit Gewohnheiten zu ersetzen, die uns positiv beeinflussen oder weiterbringen, je nachdem. Mhm, genau. Und diese Gewohnheiten gilt es ab jetzt versuchen umzusetzen, sodass sie oder Sachen umzusetzen, dass sie dann eine Gewohnheit werden. Ja, die dann uns positiv beeinflussen. Sei es von Gedankengut, ja, positive Denken, von unserer Ernährung, von unserem Medienkonsum, von unserer Bewegungsaktivität. Also alles, eine Gewohnheit ist auch die ganze Zeit auf der Couch zu sitzen. Ist auch eine Gewohnheit, aber die ist in dem Fall negativ für uns. Es sei denn, die Corona-Zeiten. Ja, aktuell ist es ja auch so, dass die Leute sich weniger bewegen. Ja, klar. Ja, was einen negativen Einfluss auf viele andere Komponenten hat. Ja, klar. Und diese Gewohnheiten gilt es nicht beizubehalten, jetzt, wenn sich das Ganze auch lockert, sondern dass diese Gewohnheiten durchbrochen werden und wieder aktiv werden. Stimme ich dir hundertprozentig bei. Ja. Diese Ansätze und diese Wege zu positiven Gewohnheiten und zur generellen Mindset im Sport hast du unter anderem aktuell 3 Bücher raus. Das eine ist Playgirl, das andere ist Ich will nach Wimbledon und aktuell Mein Wille. Das sind aktuell die 3 Bücher, die dazu führen, eben das Mindset grundsätzlich zu positivieren. Da muss ich kurz dazwischen greifen. Und zwar, es ist so, dass das Playgirl ja ein Jugendroman ist, der jetzt wirklich spezifisch eigentlich eher, sage ich mal, im Tennisbereich angesiedelt ist und, sage ich mal, den Bereich, den du jetzt gerade angesprochen hast, außen vor lässt. Mein zweites Buch, also Bestseller sind mittlerweile in der Tennisszene alle beide geworden. Dieses Ich will nach Wimbledon ist ein ganz eindeutiger Elternratgeber. Einfach aus dem Bedürfnis heraus, der ist natürlich nicht nur für Tenniseltern absolut lesenswert, sondern für sämtliche Sportlereltern, weil das kennst du aus deiner beruflichen Erfahrung ja auch. Es ist ja oftmals so, dass wirklich sehr begabte, talentierte, leistungsbewusste Kinder auf der Strecke bleiben. Nicht, weil die, sag ich mal, ihre Potenziale nicht ausschöpfen, sondern weil sie wirklich Eltern haben, die eine Menge falsch machen. Und das war für mich die Motivation, dieses Buch zu schreiben. Und es wird auch entsprechend überraschend gut angenommen. Und von vielen Eltern wird auch sehr viel umgesetzt von den Tipps, die ich da drinnen habe. Und was du jetzt eben gerade angesprochen hast, diesen positiven Mindset und alles, das ist eigentlich mein letztes Buch, was ich jetzt geschrieben habe, was ich dann auch ganz entsprechend Mein Wille genannt habe. Ja? Das heißt also, das ist von mir aus gesehen, der Titel sagt eigentlich schon alles. Jeder von uns kommt ja auf die Welt und hat ja irgendwo auch einen eigenen Willen und will irgendetwas erreichen. Und es gibt sehr viele Sachen, die eben unser Leben heutzutage sabotieren. Du hast es aufgezählt, auf der Couch hocken, mit Medien und allem Möglichen. Es gibt nichts gegen Medien, es gibt nichts gegen Drogen, es gibt nichts gegen Faulsein. Aber es gibt immer, das ist immer die Frage, wie, in welchen Maßen gehe ich mit Sachen um? Und heutzutage ist es natürlich in unserer Gesellschaft wahnsinnig schwer, da irgendwie seinen eigenen Willen weiter zu verfolgen und nicht links und rechts permanent wieder von seinem eigenen Weg abzukommen. Und das habe ich ja eigentlich eben in diesem allerneuesten Buch Mein Wille versucht, ein bisschen zu thematisieren. Und die Leser, sage ich mal, Rückmeldungen, die kommen, sind durchwegs positiv. Und die Leute sehen das auch wirklich als große Motivation an, das wirklich auch als Grundlage zu nehmen, an sich selbst zu arbeiten. Also wenn wir in diese Richtung gehen und die Buchtipps also wirklich beleuchten, müssen wir sagen, also in dem, sage ich mal, Raster, in dem wir uns jetzt bewegen, ist dieses neue Buch Mein Wille eigentlich ein Must-Read für jeden, der sagt, okay, ich will da irgendwo schauen, dass ich aus dieser ganzen Schlammscheiße irgendwie rauskomme, ja. Also alle Links zu den Büchern, wo ihr die herbekommt, schreiben wir auch unten in die Shownotes unten rein. Da könnt ihr euch nachschauen, auch nochmal kurz Zusammenfassung der Bücher kurz durchlesen. Ich kann die Bücher empfehlen.
für jeden, der einfach mehr will und sich selbst zum mehr Leistung bringen möchte, ja? Weil viel beginnt eben da oben. Du hast gesagt, Stefan, du bist gerade auch am Schreiben eines neuen Buchs. Gibt es da schon einen Titel, den man veröffentlichen darf? Es wird wieder, sage ich mal, in den Bereich hineingehen, der also auch wieder mit mentaler Optimierung und sowas zu tun hat. Es wird wahrscheinlich ein Titel sein, der wird heißen Ungeborene Gedanken. Und zwar vorneweg einfach vielleicht ganz kurz. Und zwar haben wir quasi ein Interview mit einem ungeborenen Kind vor uns und das macht sich Gedanken über diese Welt und spricht so ein bisschen mit seiner Mama. Ja, also quasi ein Dialog und da kommt er dabei heraus, inwieweit lohnt es sich für dieses Kind heutzutage oder ist es erstrebenswert, überhaupt auf diese Welt kommen zu wollen? Also ein bisschen Philosophie, Gesellschaftskritik, über Menschen, wie funktionieren die Menschen, wie funktioniert das System, in dem wir uns momentan bewegen. Einfach ein bisschen kritisch bedacht, aber am Ende gibt es, das kann ich jedem versprechen, es gibt ein Happy End. Aktuell in der aktuellen Zeit sogar sehr passend. In der aktuellen Zeit ist auch, wie gesagt, das Mein Wille ist in der aktuellen Zeit auch sehr, sehr passend, weil man muss wirklich sagen, wir werden ja momentan in dieser ganzen Corona-Situation sowas von, ich sage jetzt mal, zugeschissen mit wahnsinnig viel Information und man merkt ja diese Kombination bei den Menschen aus Angst, aus Panik, aus diesem ganzen Herdentrieb heraus, wie die Leute da teilweise agieren. Und ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, da einfach auch mal ein bisschen mehr in sich hineinzuhören, auf sein eigenes Herz, auf sein eigenes, sage ich mal, Bauchgefühl einfach auch hinzugehen. Es gibt diesen wunderschönen Satz von dem Motto, wer die ganze Zeit nur der Herde hinterherläuft, der sieht auch nur Ärsche. Ja, das finde ich eigentlich sehr passend. Ab und zu muss man einfach auch mal an die Herde vorbeilaufen. Gibt es ein sehr interessantes Buch von Hannes Jenicke. Ja, kenne ich, jawohl. Das ist ja im Prinzip genau, das ist der Titel dazu und den Satz habe ich abgekupfert, den in meinem Buch auch verwendet, weil das ja ein Klassiker ist. Aber das ist eben genauso das, was wir eigentlich sagen wollen. Und sehr, 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 auch sehr, sehr lesenswertes Buch. Ich habe es als Hörbuch, er liest es selber, sehr, sehr interessant. Genau. Absoluter Tipp von mir. Muss jeder lesen. Wer der Herr, der hinterherläuft, sieht auch nur Ärsche oder irgendwie so heißt es. Ja. Also absolut lesenswert oder hörenswert. Ne? Kann ich jedem empfehlen. Es gibt ja auch den schönen Satz von Charlie Chaplin, wenn ich mir das richtig sage, wir denken zu viel und fühlen zu wenig. Korrekt. Und das ist, glaube ich, in der aktuellen Zeit. Wir dürfen auch wieder mehr fühlen, als immer nur zu denken. Obwohl Denken natürlich wichtig ist. Das ist außer Frage, aber definitiv mehr fühlen, in sich hereinfühlen, zu spüren, was unter anderem auch ein Ansatzpunkt ist. Klar, barfuß gehen, wir fühlen mehr. Hm. Ja, aber generell fühlen, was tut einem gut, was tut einem nicht gut, was kann ich verändern, um dass es mir einfach besser geht. Absolut bei dir, absolut bei dir. In dem Sinne, herzlichen Dank, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast, zur Verfügung zu stehen für dieses Interview. Alle Informationen zu Stefan und zu seinen Büchern werde ich nochmal unten reinschreiben, dann könnt ihr alles nochmal nachschauen, auch seine Internetseiten könnt ihr dort verfolgen. Stefan, herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit und dann viel Erfolg beim Buchschreiben. Ecke, es war ein riesenschönes Gespräch mit dir und liebe Grüße an alle da draußen, die uns irgendwann in der Zukunft hören werden. Habt Spaß mit uns und alles Gute. Okay, macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.